überfuttern zu suchen. Das Affenkraut zum Beispiel wurde von europäischen Siedlern mitgebracht. Es verdrängt das einheimische Gras, ist aber ungenießbar. Andere angesiedelte Pflanzen sind sogar giftig und schädigen die Leber der Office. Auch Kaninchen sind Einwanderer. Wo es genießbare Kräuter und Gräser gibt, sind sie meist schlimmer. Ich like Maganda, wenn Short Hair, bye-bye. Sondern auch ihre Fruchtbarkeit. Wenn Short Hair die Wahl. Kaninchen werfen 5 bis 7 Mal im Jahr, jeweils bis zu 9 Junge. Während ein Wombat kämpft, ein einziges Jungtier in 2 Jahren durchzubekommen, vermehren sich die Nager in Massen. Aus wenigen Dutzend Tieren wurden in Australien innerhalb von 100 Jahren über 6 Millionen.